Naja, okay. Wir hören nicht auf. Wir machen weiter. So, nochmal von vorne. Ach, wir hatten ein paar Steinchen gekriegt. Wir hätten ja was kaufen können. Ein bisschen was. So, los. Hier schaffen wir jetzt 5 Level. Los, zeig mal, wie gut du das kannst. Ja, gesagt gehabt, bei Skeletten in der ersten Welle schafft man auch 5 Level. Schafft man. Sag ich doch. Nur keine 6. So, so. Na dann. Versuchen wir es mal. So. Ja, wir müssen das alles so ein bisschen rundherum bauen, ne? Gib mir jetzt bitte ein weiteres Kreuz, ja? Und noch ein weiteres Kreuz, sehr gerne. Aber worauf ich jetzt eher hoffe, ist mehr Wiederherstellungs-Items. Die skalieren gleich immer so schön den Schaden hoch. Bisschen Glück, danke. Nein, diesmal nicht. Ja, geht doch. Dankeschön. Sehr schön. Mehr wollte ich doch gar nicht. So. Ich glaube, diesmal nehme ich doch zwei Fass-Items. Und vielleicht nehme ich dieses hier, dieses Halskettchen diesmal nicht mit, obwohl das hat so viel Schaden mit sich gebracht. Müssen nur gucken, was das für ein Malus mit sich bringt. Hat das die Wiederherstellung irgendwie nur halbiert oder irgendwas hat das mit sich gebracht? 1, 2, 3. Ja. So. Zack, zack, zack. Irgendwie müssen wir das jetzt hinkriegen. Na. So. Wir haben ja mehr als genug Platz. Eigentlich haben wir mehr als genug Platz da. Ist nur halt sehr ungünstig gerade alles gelegt, ja. Dann müssen wir darauf gehen. Hier ein, davon noch ein. Und nein. Den da. Ja, weg mit dir. So. Okay. Kriegen wir das hin, ohne uns zu bewegen? Ich bleibe mal trotzdem auf Abruf mit der Hand da. Ja. Reichweite reicht noch aus, um die Fässer zu erreichen. Ja, fast alle. Gegner kommen nicht ran. Okay. Also wir konnten da schon mal stehen bleiben. So, gehen wir mal noch ein bisschen nach oben dann. Das müsste es doch eigentlich jetzt gebracht haben.
So. Zack. Jetzt können wir dich da hinsetzen. Und das können wir jetzt gar nicht mehr wieder reinschmeißen zu uns. Verdammt. Egal. Dann ist das jetzt so. Zack. Erstmal Stufe 4. Ja, nochmal verkaufen. Eins. Zwei. Sehr schön, sehr schön. DPS 373. Die holen wir nochmal dazu, ein bisschen mehr Kohle gleich kriegen. So. Ebene 4, unsere erste Level 4 Waffe. Können wir nochmal stehen bleiben? Sonst müssen wir auch noch ein bisschen auf Reichweite gehen, ne? Ach, ist egal, ich will die Fässer mit öffnen. In der Hoffnung, dass da ein hier außerordentliches Level mit drin ist. Weil wir schaffen ja irgendwie nicht mehr als zwei jedes Mal. So, gehen wir mal noch ein bisschen in die Richtung. So. Und. Warte, wie viel haben wir jetzt? 401. 425. Okay, noch einmal. So. Sparen wir uns den Rest. Also hier ist irgendwo einigermaßen die Mitte. Müssten auch sehen, wenn Fässer kommen sollten. Ja, die Viecher sterben eigentlich. Eigentlich sehr schnell. Ich sage deswegen eigentlich, weil es reicht nicht aus, um sie noch schneller zu killen. Na, egal. Noch heilen wir. Relativ zügig, muss man so sagen. 5 Sekunden noch. Wir schaffen kein weiteres Level, natürlich nicht. Schade aber auch. Wohin gehen wir? Hier so. Gib mir mal bitte die Ecke, ja. Genau die Ecke. So. Ach ja. Den können wir uns gönnen. So und Level 3. Feuerstab. Verursacht 63 zu 100% Brandschaden im Verlauf von 5 Sekunden. Reichweite, ne? Oh, nehmen wir dich? Nein. Warte. Nein. Okay, wir sind voll. Ab in die nächste Ebene. Wir brauchen gleich als nächstes wieder ein bisschen Wiederbelebung. Wiederherstellung, meine ich. Ein bisschen. Ja, Reichweite ist schon mal ganz cool. Oh, ein drittes Level, das ist Premiere. Lange kein drittes Level mehr geschafft. Sehr schön. Ist auch ganz lustig. Agil verzaubert. Macht dann drei Blitzkugeln. Schießt sie los. Wir haben sechs. Müssen irgendwo so hier in die Richtung eigentlich, ne?
So, mach mal bitte hier weiter. Da oben. Ja, genau da. Vielleicht noch mal den setzen. Das könnte vielleicht helfen, das vierte Item reinzuschmeißen. Erstmal weg mit euch, ja? Du musst da bleiben, wo du bist. Warum eigentlich? Voilà. So, so, so. Alles einmal kurz ein bisschen wegmachen. So, ja. So und so. Wenn man dich jetzt mal so nehmen würde, dann könnte man den da hinsetzen und jetzt hätten wir eigentlich genug Spielfläche, um den Kleinen darüber zu schmeißen, so wie wir es möchten. Der muss dahin, der muss dahin. Mal weg da. Ja, du auch. So. So, den schmeißen wir da rein. Ja. So und so. Zack. Schmeißen ihn immer noch da rein. Dann skaliert er hiermit mit. Mhm. Soweit schon mal so gut. Wenn wir den vielleicht so setzen. So und so. Dann kriegen wir auch das wieder mit rein. So. Können wir noch zweimal rollen. Hoffen, dass wir was Gescheites kriegen. Mit nur drei Glück. Aber es sollte nicht sein. Nein. Wiederherstellung Magiekraft. Das Ding ist ja richtig geil. Blume kenne ich ja, ja, habe ich sonst nie genommen. Nee, stimmt. Gut. Wiederherstellung. Wir brauchen wieder mehr Wiederherstellung. Und vielleicht diesmal ein paar mehr von denen. Nur die alles über 4 macht nicht mehr viel Bams, ne? Au. Diese kleinen. Diese kleinen. Schleime, die stören. Die sind so schnell, die springen dann auch so häufig hintereinander. Ein Level up. Ich habe schon mal geschafft gehabt, 3 Level up durch eine, durch Truhen alleine zu bekommen, ne? In einer Runde. Also in einer Ebene. Weil so viele Fässer dann gekommen sind. Deswegen braucht man ja eigentlich diese Fasshörner. So, 7. Ja, setz mir den dann dahin, so. Mir doch egal. So, Blümchen und das Ding. Vorwärts. Wiederherstellung, minus 3 Schaden. Okay. Nee, Stufe 1. Ah. Ersten 2 Elite-Gegner. Wollen wir es mal riskieren? Guckt euch das mal an. Nicht nur das. 1, 2, 3. So, du kommst dahin. Wir haben 4 Felder. So. Können aber nur damit glänzen erstmal. Ja, okay, dann müssen wir halt erstmal einen verkaufen. Noch so ein Ei wäre nicht schlecht. Oder dich mal weg und dann
Kriegen wir auch mal ein Hörnchen wieder rein, ne? Stufe 1 nehmen wir nicht gerne mit. Also am liebsten jetzt als nächstes gleich so ein Stufe 4 Teil. Noch ein Elite-Gegner. So. Checken wir mal aus. Zwei Elite-Gegner. Schaden ist relativ gut. So, alles auf den drauf. Sonst geht er nicht hops. Ja, sehr schön. Alles auf ihn drauf, bitte. Ja, sehr schön. Gut. Also Elite-Gegner, kein Problem mehr. Das läuft. Und es gibt, guckt euch mal diesen Fassregen an. Okay. Aber es ist auch so, immer wenn Elite-Gegner kommen, dann kriegt man immer ein bisschen weniger EP irgendwie, ne? Ey, ich brauche das Amulett, dass wir auf Elite-Gegner skalieren, ne? Das wäre schon ziemlich cool. Aber erstmal nehmen wir das mit. Zack. Bisschen mehr Vitalität. Mehr Ressourcen. Angriffsgeschwindigkeit, mehr Angriffsgeschwindigkeit. Aber bitte dazu nicht. Ja, einmal festsetzen. Die Dinger. Ja, tauschen wir aus. Zack, ein bisschen mehr Glück wieder. Plus null Glück. Sehr schön. Nichts mehr? Okay, gut. Außer ein Elite-Gegner kommt jetzt. Ja, gut. Die schwächste Waffe macht jetzt 50er Attacken. Eieieiei. Ja, das war gerade eben echt knapp. Uiuiuiui. Bin ein paar Mal zu oft in den Gegner, also in den Elite reingelaufen. Der macht ja immer gleich 27 Schaden. Wir müssen mehr auf Rüstung gehen. Da, zweites Level up. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir noch ein drittes. Ist auch ab und zu. Nee, leider nicht. Aber ein zweites fast Level up. Ne? Das ist schön. Zack, zack, zack. Jo. So. Du kannst dahin. Wiederherstellung. 3,7. 3,95. Ein weiteres Kreuz. Auf Level 2. So. Wie gesagt, als neue Waffe hätte ich gerne... Ja, ist jetzt erstmal... Erstmal alles auf Level 2 kriegen, ne? Oder Level 3 noch besser. Das ist schon mal schön. So, dich nehmen wir mit. Dich werden wir uns diese Runde nicht holen. Und... Ja... Plus 10 Angriffsgeschwindigkeit, sehr gerne. Vitalität, Wiederherstellung. Das gönnen wir uns auch, also
Wir müssen jetzt wieder ein paar Level machen. Und schon. So, da ist der nächste Elite. Ach ja, Stufe 10, der reguläre Elite-Gegner. Aber der hat absolut keine Chance. Am ärgerlichsten ist es sowieso immer, wenn man Welle 19 stirbt. Welle 20 meine ich. Beim letzten Boss. Dann ist es immer richtig, oh nee, ne? Das musste jetzt sein. Weil wenn man sich so siegersicher ist, oh, da kann gar nichts mehr schief gehen und dann pop, tot. Oh fuck. Nicht doch. Aber es ist mir zum Glück noch nicht allzu oft passiert. Meistens gehe ich früher down. Okay. Okay, es scheint zu funktionieren. So. 1, 2, 3 hier. Ein paar hier. Dann setzen wir Glückkrit-Chance und so hier rein. Angriffsgeschwindigkeit, sehr schön. Ja, schon echt. 134 Angriffsgeschwindigkeit. Minus 15 Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist hohoho. Echt mies. Gar nicht gut. Rüstung. Na, lass mal gut sein. So, machen wir die nächste. Yep, Stufe 4 Waffe. So. Noch einen kleinen Würfel. Jetzt haben wir 10 plus. Sehr schön. Und dich bauen wir nächste Runde ein. Das gefällt mir. Jetzt geht's los. Unser erstes, fünftes Kreuz, was wir nächste Runde bekommen. Es dürfte auch kein Elite-Gegner geben, diese Runde. Wir haben zumindest kein Item, was das fördert, bekommen. Also gehe ich stark von aus, dass wir nicht überrascht werden. So wie das jetzt läuft, könnte ich auch den Fächer gebrauchen. Ne, weil wenn wir die ganze Zeit stehen bleiben, der Fächer gibt uns 60 plus Angriffsgeschwindigkeit, wenn wir stehen. Und bei minus Bewegungsgeschwindigkeit kriegen wir halt keinen Malus, ne? Wenn wir uns bewegen. Die machen schon 20 Schaden. Eieieiei. Und nur zwei Level, ey. Wir haben die so gut weggeschnetzelt und kriegen trotzdem nur zwei Level. Ja, man muss trotzdem zweimal rollen. So, dich verwenden wir. Aber ist eine Scheißwaffe. Scheiße, da war eine Blume, die hätten wir nehmen müssen. Ja, okay. Dann das, aber die Blume. Nein. Ach Mann, jetzt haben wir die Blume verloren. So ein Mist. So. Eins. Schaden dafür mir Feinde. Nö. Dann gehen wir auf Angriffsgeschwindigkeit. Was war das jetzt? Macht dieses Wiederbelebungs-Item so ein Malus? Bringt das sowas mit sich? So, dann sperren wir dich. Wir nehmen dich noch nicht. Wir haben gleich einen Elite-Gegner und ich habe Angst, dass wir gleich voll auf den Sack kriegen, weil wir irgendwie zu viel gewollt haben. Sehr schön. Gut, also das haben wir schon mal gewuppt gekriegt. Nächste Runde können ruhig zwei kommen.
Zwei Elite-Gegner meine ich damit. So ein bisschen leichte Kreise drehen, damit wir alles im Überblick behalten. Da gab es noch ein Level Up. Sehr schön. Also da gibt es gleich noch ein Level zusätzlich. So. Mal kurz Unsterblichkeit reinziehen. Auf Fässer suchen, schnetzeln, öffnen, was auch immer. So, drei Level. Gut. 2, 3, 4, 5, 6. Ja. So. So. So und so. Dann gönnen wir uns das. Verwenden. Gibt noch ein paar Plätze mehr. Das ist ja völlig okay. Da, jetzt ist unser Schaden wieder normal. Ja, das Ding macht halt nicht viel Schaden. Ja, ja. Aber das skaliert bei denen sehr gut. Magiekraft und so. Und Wiederherstellung auch noch dazu. Ja, okay. Müssen einfach wieder mehr auf Wiederherstellung gehen. Ganz einfach. Mehr Wiederherstellung. Einfach ganz stumpf darauf wieder gehen. Das skaliert uns am 16 Bewegungstempo. Kommen wir da fast komplett wieder raus. Das ist schon ziemlich cool. So. Kommt sonst nichts weiter mehr. Keine coolen Items mehr. Okay. Schauen wir mal. 5. Eins müsste irgendwo bei 30 oder was? Au, au, au. Jo, beide Elite fast zeitgleich gestorben. Gut, 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 gut. Mehr Fässer. Gebt uns mehr Fässer. Viel. Da sind noch welche. Und mehr Gegner. Wir wollen Level aufsteigen. Gibt uns mehr Gegner, bitte. So, ja. Leider nicht ganz gereicht für ein drittes Level. Zack, 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 zack. So. Bei dir. Erholung, Leistung auf 25% reduziert. Jo. Wenn man vorher 4 hatte, dann hat man nur noch 1 Lebensregeneration pro Sekunde. Ja, dann. Ja, nee, danke. Das, so viel Schaden das auch für uns bringt, ne? So viel taugt das auch für uns nichts. Gehen wir mal ein bisschen mehr auf Glück. Nö. Noch mehr möchte ich nicht so gerne. Auch nicht, auch nicht. Wiederherstellung. Angriffsgeschwindigkeit. Plus 10%. Ja. Eine Blume könnte ich noch verkraften. Und das Ding sowieso. Schmeißen wir dafür raus. Nee. 2 Ressourcengewinn rausschmeißen. Nee, einen davon und einen davon, ja. Dann kriegen wir das doch hin. Für das. So, 250%, also mal 2,5. Sehr schön.
Nur Stufe 1 Kreuz brauche ich nicht. Genau, Stufe 2 Kreuz nehmen wir gerne. Und ein bisschen Erfahrungspunkte nehmen wir auch nächste Runde gerne mit auf, wenn wir denn genug Level machen. Läuft. So, ein bisschen die Fässer mit aufmachen. Gibt es hier auch noch irgendwo Fässer? Wir haben nicht genug Reichweite, ne? Ja. Noch würde ich die Halskette mitnehmen. Wie jede Runde. Obwohl, ich würde sie immer mitnehmen. Die macht ja immer Sinn. Wenn man dadurch einfach grundsätzlich immer mehr Schaden fährt. So. Komm, 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 komm. Kommt ruhig alle raus aus euren Löchern. Sehr gut. 6. Sorgt nur dafür, dass wir eine weitere Waffe aufnehmen können. Ja. Wo legen wir die Waffe denn hin? So, hier irgendwo hin. 2. Das müsste dahin. Nein. So. So könnten wir das doch reinschmeißen. Zack. Ja, nochmal 10% Angriffsgeschwindigkeit dazu, sehr gerne. Bewegungsgeschwindigkeit, haben wir schon 2 davon drin? Nein, haben wir nicht. Möchten wir auch noch nicht. So, oh, noch ein Kreuz. Wie viele haben wir schon? 6. Ja. Gut. Es stirbt alles instant, ne? Also kann mir nicht erzählen, dass wir nicht genug Schaden fahren. Allzu wenig auf Erfahrungspunkte gesetzt wahrscheinlich. Aber unser Schaden, ne, ist gar nicht mal so hoch. Also die DPS der Waffen ist schon ziemlich nice. Ist sehr gut. Aber die einzelnen Ticks, ne, das ist halt bei so schnell feuernden Waffen normal. So, wieder nur 2 Level, ja. So, Ausweichen minus 3 Schaden. Vitalität, ein bisschen Erfahrungspunkte, 70 Erfahrungspunkte, ja, 70%. Eigentlich haben wir immer so viel. Das ist schon Standard. Wiederbeleben, was ist das Schlechtere? Ausweichen, minus 3 Schaden. Nö, nächste Runde gehörst du uns, ne? Brauchen wir nicht. Die krasse Krone. Stufe 4. Na, ist egal. Weg mit uns. Einmal schnell durch. Zack. Uhuhu.
Ja, okay. Also ich lasse mir das so ein bisschen durch den Kopf gehen. Und da wir dieses eine Amulett nicht haben, diese Reißzahn, diesen Reißzahn, ist das ja auch gar nicht so verkehrt, wenn wir einfach nicht permanent irgendwelche Elite-Gegner raufbeschwören, ne? So. Zack. Und ich glaube, das ist jetzt schon eine der Ebenen, wo wir halt kürziger Damage-Hits bekommen, wenn die uns berühren. Aber wir fahren jetzt auch deutlich mehr Schaden als letzte Runde, wo wir hier waren, ne? So, 6 Stufen. Sechs, na, ihr wisst schon. Raumplätze bekommen. Bin aber eher gewillt, das zu setzen, ne? 2 KDPS. Noch mehr Erfahrungspunkte. Sehr schön. Ausweichen und Glück prozentual erhöhen. Nein, danke. Damit könnten wir das Gesegnete hochschrauben, ne? Ey, okay. Scheiß auf weitere Waffen. Das Grimoire. Das brauchen wir. Das gönne ich mir noch. In jedem Fall. Und dich versuche ich auch noch zu holen. Die, da waren schon welche gespawnt. Und sind nicht direkt auf mich zugelaufen. Das gibt's doch gar nicht. Ist irgendwie komisch, dass, ja, dass die nicht direkt auf einen zulaufen. Als ob sie dann warten, bis ihre Freunde kommen und sie dann gemeinsam auf mich zulaufen wollen. Ich meine, es ist intelligenter, wenn man in Masse angreift. Aber das erwarte ich doch nicht von Bots. Okay, ist gut, ist gut. So ein bisschen Unsterblichkeit ab in die Mitte, ne? Vielleicht bringt das ja was. Oh ja, das bringt ordentlich was. 150 Leben. Was für einen Schaden kriegen wir? Wir haben auch gar nicht so viel auf Minus Rüstung, ne? Wie wir es üblicherweise haben. So. Mit 6 haben wir uns quasi das Grimoire schon verdient. Aber ich möchte es ein bisschen geschickter irgendwie hinsetzen, ne? Oh, ohne einzelne Felder irgendwo frei zu machen. Diese Kreuze, ey. Echt. Ein Graus, sage ich euch. So eine Unordnung. Erstmal das Grimoire. Minus 10 Rüstung. Uiuiuiuiui. Und DPS? Warum ist DPS schon wieder so gedroppt? Wir waren auf über 2000, ja? Naheliegende Waffen erhalten. Das gesegnete Label heilige Waffen verteilen bei Treffern Explosionsschaden. Der Schaden ist abhängig von der Erholung. Unsere Wiederherstellung ist schon ziemlich hoch. Warum ist durch das Grimoire die DPS einmalig so gedroppt? Das ist mir ein bisschen schleierhaft. Ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, klar. Gönnen wir uns Ausweichen, Angriffsgeschwindigkeit, minus 5 Rüstung. Ui, das. Ja, langsam sehe ich ein Muster, ne? Uff, was schmeißen wir dafür raus? N bis nächste Runde warten, ne?
So. Zur Ebene 18. Ja, okay. Also, knapp 3 Stunden, also 2, 3 Viertelstunden sind wir schon dabei. Wir haben es noch nicht einmal geschafft, mit ihm den letzten Boss hier zu sehen. Ja, jetzt geht es langsam los, dass die ein bisschen standhaft bleiben, ne? Weil ihre Leben so hoch sind. Aber egal. Noch kriegen wir alles weg. Wir haben noch 21 Sekunden Zeit und können daraufhin also immer noch ein Level schaffen. Sehr schön. Das war ein harter Hit. Zack. Gut. 3 Level gemacht. Können uns alle 3 Items holen. 4, 5, 6. Uiuiui, minus 15 Rüstung. So, was haben die? Wieso ist die DPS so gedroppt? Jetzt mal ganz ehrlich. Irgendwas hat dafür gesorgt. Dass wir wieder von 2000 runtergefallen sind, ne? Und wir kommen nicht mehr hoch. Angriffsgeschwindigkeit. Was hat uns so viel Angriffsgeschwindigkeit gekostet? Wir haben so viel Angriffsgeschwindigkeit. Lebensraub minus 5%, das ist ja scheißegal. Rüstung, das ist. Es kostet uns so viel Angriffsgeschwindigkeit. Wir haben so viele Teile drin. Hier alleine 18, 36, 54. Allein die Teile. Und dann haben wir wo noch Angriffsgeschwindigkeit? 12. 66, hoppala. Plus 15, 77. 66. 82. 81, Idiot. Rechnen, lernen und so, ne? Schreib dich nicht ab. Lern lesen und schreiben. So. Was kostet uns unsere Angriffsgeschwindigkeit? Nochmal 6. Nochmal 18 insgesamt. Ja. Das doch nicht. Was mit denen? Die auch nicht. Bewegungsgeschwindigkeit, ja? Keine Angriffsgeschwindigkeit. Heftig. Haben wir hier irgendwas? Wenn die Gesundheit mehr als 90% beträgt, Bonus 1%, Angriffsge... Ach, unsere Gesundheit! Eieiei, das ist es. Wir müssen immer schön fleißig und voll gesund sein. Das ist unser Problem. Ah. Dann fahren wir erst richtig Damage. Volles Leben und so. Zack und zack. Nehmen wir euch beide mal mit. Dich nehmen wir nochmal mit. Dich nehmen wir jetzt sofort mit. Wenden. Eins, zwei, drei. Mehr Reichweite. Das ist schon mal sehr schön. Zack. Dich wieder zurück. Kriegen wir das hin? Sag mal, würden wir das hinkriegen? Nicht ganz, ne? Leider nicht. Wenn wir den so drehen. Nee. Den so drehen.
dann vielleicht. Dann kriegen wir es tatsächlich hin. Okay. Noch ein paar Mal rollen und noch mehr aus Reichweite. Noch plus 6 Magiekraft für 4 Plätze ist mir das ein bisschen zu wenig. Den speichere ich mir aber ab, weil der sehr, sehr nützlich ist. Einmal drehe ich noch. Nochmal, das reicht mir. 3000 bewahre ich mir für die letzte Einkaufsrunde auf. Zwei Elite-Gegner, wo seid ihr? Da ist eins. Und eins ist schon mal weg. Eieieiei, nicht so viele so dicht dran an mich. Ich glaube, das hat den Elite-Gegner platt gemacht. Hey, wir müssen heilen, ja? Wir müssen heilen. Nicht noch mehr Leben verlieren. Unser DPS schwindet dadurch. Wenn wir nicht 90% haben. Amt. So, jetzt müssten wir eigentlich wieder total überskalieren, ja? Sehr schön. Ja. Ja, ist mal gar nicht so einfach, ohne das Amulett das Spiel zu schaffen. Geschafft haben wir es noch nicht, aber ich hoffe. Priesterin ist schon ziemlich hart. So, mehr Angriffsgeschwindigkeit. Ja, jetzt haben wir richtig schön Angriffsgeschwindigkeit. So, jetzt haben wir auch unsere 2500 DPS. Ey, wieso kriegen wir ständig diese Krone? Die will doch keiner. Die Blume, ja, die ist gut. Lebensraub minus. Sehr schön. Guck mal an. Endlich. Mal wieder was Nützliches gekriegt. Jetzt können wir Erfahrungspunkte wegschmeißen, ne? Brauchen wir ja nicht mehr. Feindgeschwindigkeit wird dadurch auch wieder ein bisschen gesenkt, minimal zumindest. Mhm. Trotzdem weg mit dir. Und weg mit dir. Also Glück brauchen wir in der Regel auch nicht mehr. Können wir die ja eigentlich rausschmeißen, dann haben wir wieder 6 mehr Angriffsgeschwindigkeit. 9 sogar. Ja. So. Das ist schon mal ein geiles Item. Mehr Ressourcen. Stimmt, Ressourcen brauchen wir auch nicht mehr. Weg mit euch. Haben wir hier noch das Yu-Gi-Oh! Auge? Haben wir nicht. Oh, hier ist noch ein Schädel. Sehr schön. Die Blume ist geil. 3000 DPS. Chance und Angriffsgeschwindigkeit. Sehr schön. Rüstung. Gehen wir dem mal ein bisschen entgegen. Ausweichen. Auch sehr gerne. Ja. Glück brauchen wir nicht. Gucken wir mal weiter. Crit-Chance brauchen wir jetzt allerdings auch nicht mehr, ne? Eine weitere Level 4 Waffe ist sehr schön. Mehr Reichweite würde ich. Ja, doch, doch. Ich glaube, das machen wir. Mehr Reichweite. Du bist ja eigentlich sowieso egal, wie du sitzt, ne? Genau. Dann gönnen wir uns noch ein bisschen mehr Reichweite. So, so. Haben wir noch irgendwo einen Handschuh? Ich glaube nicht. Doch, da ist noch ein Handschuh. Die skalieren nämlich miteinander, diese Handschuhe.
Das ist. Ja, okay. Das war jetzt nicht ganz so klug. Geh mal dahin. So, so, so. Ja. Kriegen wir nicht hin. Ja, so vielleicht dann so ein bisschen. Und dann kommst du mir dahin. Du bitte dahin. So, da noch ein Zweierplatz. Gut. Besetzt. Und ja, Glück könnten wir rausschmeißen. Ressourcen brauchen wir auch nicht. Und wir sind über 50% Crit-Chance. Ausweichen. Crit-Chance, ja. Ausweichen schon 40%, das ist sehr schön. Ein bisschen mehr Angriffsgeschwindigkeit, Crit-Chance. Machen wir das mal so, wenn dann. Noch mehr Crit-Chance dazu. Ja, die Blume ist sehr geil. Brauchen wir noch mehr Vitalität? Nee. Aber Angriffsgeschwindigkeit können wir uns gönnen, ne? Gegen was? 18% Angriffsgeschwindigkeit. Gegen was können wir das denn tauschen, bitte? Es gibt wieder die nächsten 2000 Gold, kein Ausweichen, Wiederherstellung 7, nein, Magiekraft 3, Leben minus 3. Hehehe. So, Grimoire mal kurz raus. So, so, so. Blümchen dahin. Ah, nee. Egal, wie wir es drehen und wenden. Bleiben zwei einzelne Slots noch über. Eine Wiederbelebung extra. Oh, können wir uns gerade so leisten? Dann Schicksal, ne? Verwenden. Perfekt. Mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. So, ja, wir fangen sch sehr schwach an, aber wir heilen ja 6 pro Sekunde. Bleiben kurz stehen. Da kommt der Boss. Dürfen uns halt jetzt nicht hitten lassen. Ui, ein Elite-Gegner ist auch noch dabei. Eieieiei. So, wir dürfen uns halt nicht zu oft hitten lassen, weil wir müssen auch Zeit zum Regenerieren bekommen. Aber auch ein bisschen mal auf den Boss. Alter Falter. Dieser Halunke. Haben wir ihn gekriegt? Wir haben ihn. Oh. Alter Falter. Uhuhu. Guckt mal, nur zu, nicht mal 2 Millionen Gesamtschaden gefahren. Das ist sehr schlecht. Wir haben es trotzdem geschafft, ey. Also, krass. Puh. Na gut, meine Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.